Jetzt verrate ich euch, warum ich dieses Auto wirklich gekauft habe. Das echte Gaspedal. Oh shit! Warte, okay, ich muss es auf jeden Fall noch lernen. Warte. Aber das beste Feature ist diese unendliche Beschleunigung. Das Gute ist, wir haben mal Freigeist, natürlich Tesla Ladestation. Das heißt hier, zack, hol es einfach raus, steck's hier rein und jetzt gleich fährt diese Klappe auch automatisch zu. Das Krasse ist, Tesla hat für das Model S, für das Model X und für das Model 3 drei verschiedene Art und Weisen, wie man die Türen aufmacht. Ich muss sagen, mir gefällt es nicht bei Model 3. Man drückt hier rein und dann geht's auf quasi. Ja. Das finde ich, ist einfach nicht ideal gelöst. Mein Gott, das gerade gar nicht aufgeht. Model 3. So. Ich würde sagen, jetzt geht's los. Das Besondere an Tesla ist, dass sehr viele Sensoren eingebaut sind und das Auto quasi selbstständig fahren kann. Das heißt, man sagt einfach jetzt, liebes Auto, geh in den Autopilotenmodus. Und dann fährt das Auto durch die ganzen Sensoren selber und natürlich eine sehr intelligente Software, die wird immer weiterentwickelt. Heutzutage ist sie noch nicht perfekt. Auf solchen Autobahnstrecken werden wir es gleich machen. Funktioniert das heute schon sehr gut. In Innenstädten und anderen schwierigen Situationen kommt das Auto einfach noch nicht klar. Das heißt, man macht einfach hier so und jetzt fährt an der Stelle das Auto einfach selber. Schon heute sind die Daten soweit die Tesla veröffentlicht und ich glaube dem Unternehmen, dass es schon besser fährt als der Mensch. Das heißt, es werden einfach weniger Unfälle dadurch generiert. Wir haben jetzt hier diese Warnung, dass ich meine Hand wieder aus gesetzlichen Gründen anlegen muss. Und wenn ich jetzt hier sage, fahr bitte rüber, dann wechselt das Auto auch komplett alleine die Spuren. Es erkennt genau, wo ist welches Auto. Wir sehen das hier auf dem Display. Und ja, Tesla hat sich auch einige Details einfallen lassen, die ich sehr schön finde. Man kann zum Beispiel hier die einstellen, wie warm es im Auto sein soll, aber man kann das Ganze auch einfach sliden. Das heißt, hier auf einmal wird die UI dann quasi zum kompletten Slider, ja, einfach gut durchdacht. Oder man kann hier ja bei der Musik auch hochsliden, dann fährt die Musik mit hoch. Das macht einfach das Leben deutlich leichter. Sehr nett gelöst ist die Lüftung. Man sieht hier, wirklich, wir haben einen Lüftungsschacht und den kann ich jetzt wirklich dreidimensional frei bewegen, weil die Luft kommt erstmal nach vorne und wird dann hier über ganz kleine Düsen in einer ganz hohen Auflösung, ähnlich ja, fast wie bei einem Drucker, gelenkt und dadurch kann ich wirklich einzeln ganz individuell sagen, wie genau wo die Luft langfahren soll. Und ganz ehrlich, ich habe sowas noch in keinem anderen Auto gesehen. Ich finde, das ist eine super, super Sache, dass ich die Lüftung genauso stellen kann. Ich habe keine Dinge mehr, die kaputt gehen können, wie diese ganzen Rädchen. Ich glaube, jeder sah schon mal im Auto, wo irgendwas abgebrochen war da. Das gibt es hier nicht mehr und das finde ich einfach hier eine super Lösung für die Lüftung. Eins der Dinge, die mich wirklich begeistern, ist, auch wenn es sehr plakativ ist, ähnlich wie beim Mac, ist Simplicity. Sie haben sich wirklich getraut, einfach wegzulassen. Das heißt, wenn man jetzt hier mal über das Interieur guckt, es ist einfach kein Knopf da. Es gibt hier zwei Multifunktionsknöpfe auf dem Lenkrad. Es gibt diese beiden hier, aber ansonsten gibt es keine Funktion. Selbst das Handschuhfach wird über das Display geöffnet. Und ja, das, glaube ich, ist Mut, Dinge wegzulassen, aber ich muss sagen, im täglichen Doing funktioniert für mich alles einwandfrei und
in Zukunft wird natürlich immer mehr noch über Voice und andere Dinge gesteuert und im Grunde genommen jetzt wie ein iPhone. Es wird halt einfach eine Software kommen, komplett neue Dinge auf einmal, die man mit dem Auto tun kann. Und umso weniger physikalische feste Knöpfe ich habe, umso einfacher wird das Ganze. Und man muss sagen, das Model 3 noch viel mehr als das Model S und X hat das wirklich gut umgesetzt. Stehe ich gerade vor einer Ampel und warte darauf, dass es losgeht und das Auto ist quasi flach. Und wenn ich jetzt losfahre, dann dreht sich das Auto und zack, fährt in die Straße. Das ist eine ganz kleine, lustige Animation, aber jetzt verrate ich euch, warum ich dieses Auto wirklich gekauft habe. Wenn man nämlich zum Beispiel am Supercharger steht, dann kann man hier einfach mal ein bisschen fahren. Ja, und das Beste ist, es ist das echte Lenkrad, ja, was man hier hat. Und ich fahre jetzt hier mit dem Lenkrad, ich würde sagen, sogar ziemlich gut. Ja. Und man kann auch das echte Gaspedal, oh shit, warte, okay, ich muss es auf jeden Fall noch lernen, warte, das ist nicht so gut, warte. So, okay, also ich hoffe, ich fahre den echten Tesla etwas besser. Aber ihr seht die Idee, weißt du, und das ist doch auch lustig. Wow, holy moly. Da bin ich im Ziel. Also, ihr seht die Idee, Elon hat auch Spaß. Guck mal, das ist ein echter Tesla auch gerendert. Das ist einfach Liebe fürs Detail. Und ich würde sagen, das war die Fahrt mit dem Model 3. Es gibt sicherlich immer noch Verbesserungspotenzial, aber insgesamt schon ein sehr, sehr gutes Auto, das man auch ab 35.000 Euro kaufen kann. Es ist immer noch viel Geld. Es wird sicherlich auch bald noch günstiger werden, Elektroautos zu fahren, aber der Trend stimmt auf jeden Fall. Das war das Model 3.